Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 70s Today in der Version 1.0. Aber heute hat es ein dickes, fettes Update gegeben. Das Update war, glaube ich, 5 GB oder so in die Richtung. Also es war ziemlich groß. Und es hat sich aber nur die Version, also die Bulk-Version von 333 auf 336 geändert, also. Ich wollte eigentlich schauen, auf Screen, ich war eigentlich gar nicht, aber jetzt gut, jetzt machen wir halt ein Video. Ich habe gesehen, wir können ja die Stahlspitzhacke machen, wir können die Stahlaxt machen, die hätte ich gern. Also das geht sicher eine, das andere glaube ich fast nicht. Die dauert ein bisschen. So, was fehlt denn da jetzt für die? Der geschmiedete Stahl, das ist... Okay, wir können hergehen und... Straßenlaternen abbauen, die bringen uns den Stahl. Es sei denn, es hätte sich geändert. Schau, da haben wir eine. Kriegen wir elektrische Teile aus und seit wann gibt's denn keine Stahlbahnen mehr da? Ach du liebes bisschen, das ist aber jetzt nicht einer ernst. Ich probiere jetzt nur eine. Es kann ja sein, dass da vielleicht nichts drin war. Naja, ich bin ja ein der glänzenden Stadt. Da ist eine, die leuchtet sogar. Aber die ist da drinnen, das ist... Okay, da komme ich gar nicht rein. Achso, das ist ja der Händler. Okay, falsche Richtung. Da haben wir nur Laterne. Ja. Naja, zwei besser als keines. Da scheint nichts zu sein. Da in den Trafo, da möchte ich kurz schauen. Normal nicht, glaube ich, aber irgendwo, da war das ein Verteilerhäuschen. Bekam ich auch ganz viel Stahl. Ja, da. Eines, zwei, drei. Okay, das ist nur so. Super. Das ist eh unser Zuhause. Das heißt, wir haben jetzt unser eigenes Licht abgebaut. Bravo. Schaut, da ist nur ein Trafo.
Dippidippidi. Super, dann können wir uns die Spitzhacke machen. Super, so schauen wir da schnell rein. Zwei Stück. Haben wir da noch was drinnen? Na? Nope. So, und jetzt gleich. Na, das geht sich nicht aus. Warum denn nicht? Was fehlt denn? 12 braucht er. Na, das haben wir. Ah, Klebeband. Naja. Seht ihr das? Lots, mir wird gerade ganz anders. Abschließen, da hat ja richtig was Platz. Naja, eine damit, oder? So, abschließen. Hoffentlich zieht das nicht recht an unserer Leistung. Na, wir werden zeigen. So, genau, wie schaut denn das aus? Soweit ich weiß, brauchte man schmutziges Wasser. Wir haben genug Wasser, passt. Trink einmal was, wenn du schon dabei bist. Trink nur mal was. Ist ja so schön. Soweit ich weiß, kann man doch mit schmutzigem Wasser Kleber machen. Da haben wir es ja. Ah, das ist jetzt sauberes Wasser. Na, ist das ja super. Mein schönes, sauberes Wasser. Okay. 12.30. Die Gewohnheit lässt mich die Sachen immer noch aus der Kiste nehmen. Also die Mods, die habe ich auch mal sonst drinnen. So, eine damit. Die Axt können wir verkaufen, würde ich sagen. Ah, es gehört da gar nicht rein. da. Genau, die verkaufen wir. Da kriegen wir 61. Sagen wir mal, reparieren. Das kommt, boah, genau. Egal, aber schauen wir, wie viel das jetzt wert ist. Schauen, wir brauchen, vielleicht hat er das ja. Den kracht am Morgen. Okay, da müssen wir ihm das nur nachschieben. Dann sollte es sich ausgeben. So, wo ist das gute Teil? Habe ich das noch nicht gemacht? Es fehlt ja der Kleber noch. So, nur mal. Was fehlt denn jetzt? Das Klebeband. Na gut, dann bitte sehr. Ja, Stahlklappe. Halt die Klappe. So, Stahlspitzhacke fertige. Du
fürs nächste Teil. Dann bitte sehr. Also Moment mal, wie viel kriege ich da? Ja. Na, abschließend falsch. Das will ich haben. Verändern. Abschließen. Von mir aus reparieren. Schau her, die zwei Mods sind eh klar. Dann gerne nur das, das. Eventuell das. Eine Minute 49, dann würde ich hergehen und währenddessen nur ein bisschen Stahl abbauen, weil, schau her, wo ist denn jetzt? Da, nein. Da ist die Stahlschaufel. Wir haben Stahlwerkzeugteile, zwei Stück, eines brauchen wir, mehr Stahl. Es liegt nur am Stahl und da würde ich sagen, gehen wir. Und warum haben wir solche Frame Drops schon wieder? Furchtbar. Es wird 4 Uhr, da könnten wir eigentlich gleich zum Händler auch fahren. Aber lass uns trotzdem ein bisschen schauen. Schau. Wie gesagt, die Trafos geben uns ja auch 3 Stahl. Zumindest war das der letzte so, dass wir da 3 gekriegt haben. Und sogar Eisen. 2, 3. Sehr gut. Sammle geschmiedeten Stahl ist abgeschlossen. Schauen wir gleich nach. Y, da ist er. W gedrückt. Sehr gut. Und da haben wir noch nichts. Wir haben einen Punkt gehabt. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Wir hatten einen Punkt. Ich habe den in Stärke da hineingegeben. Stärke ist, glaube ich, ganz okay. Da haben wir... also ja, die da sollten eigentlich in jeder Laterne welche drinnen sein, aber jetzt kommt es, ich zeige es euch, es fällt, glaube ich, alles ab. Na? So. Seht ihr? Alles weg. Und was haben wir gekriegt? Haben wir eins? Ich glaube, eines ist rausgekommen, ne? Badabada. Ah, Weimar, jetzt hat mich aber geschreckt, erst. Sehr gut. Jetzt braucht man nur mehr, jetzt muss ich nachschauen dann gleich. Mariana, ich habe eine Mod, eine da, Mariana Mod. Ich glaube, das habe ich eben in der letzten Folge schon gesagt. Da haben wir für die Knüppeln leider nichts. Kommt ein 4er Knüppel wenigstens. Das wäre schon eine feine Sache. Ich tue schon wieder umeinander schießen da, gell? Da haben wir auch noch Laternen, sehr gut.
Na schau, jetzt haben wir die Reparaturwerkzeuge, also die Reparaturteile auch wieder zurückbekommen. Zwei Stück. Eines. Zwei. Also zwei sind vorhin rausgekommen. Genau, bei drei haben wir ja gehabt. Vom Trafo. Ich glaube, den Pinsel haben wir schon. Haben wir die Hütte da nicht schon mal ausgeräumt? Aber ich glaube, das ist schon wieder zurückgekommen. Naja, mit der alten Schaufel noch. Nachher geht's dann überall mit einem Schubs weg. Da kann man dann ordentlich graben auch. Und der Spitzhacke geht es dann alles schneller. Tja, das kann nur mal. Komm her damit da. Sorry, also, was legst du denn da so blöd her? Da, eins, hopp, weg. Ja, das macht dann Sinn. Ja, da geht auch gleich was weg. Schluck Wasser. Da war doch gerade was, da. Rüstungsteile, naja, nicht schlecht, danke. Die bin schon wieder schwer. Das Ganze nur wegen dem Stahl. Aber was ist denn das? Das ist vom Marihuana. Das Harz. Ja, ich hab die ganzen Mods da herin, das war ein bisschen unklug. Da gehen wir. Schlechtes Wetter kommt, die Zombies fliegen tief. So, ab zu unserem Vorrau. Das steht draußen sicherheitshalber. Wie viel haben wir denn jetzt eingestickt? Reicht das? Schon 7 Stück. Ich glaube, das reicht schon. Der Hund schnauft ja auf der Weide. Ah, geht schon. Ist das Werkzeug, das Stahlwerkzeug ist zu schwer, hm? So, ich würde sagen, gleich kurz zum Händler, da sind wir daheim. Na gut, doch zuerst heim. Quietsch. Wasser nicht vergessen. Zwei Stück. Mal kommen wir jetzt auf. Ja. Muss immer schauen, dass ich heute ein Video mache, dann komme ich auch auf. So. Gehört auch darin. Das Harz. Lass mir's vorerst da. So. Hat mir jetzt meine Mods wieder einsortiert, eh klar. Naja, einige.
Na. Was? Na. Eines zu wenig. Das ist ja vielleicht ein Gag, hä? Tut mir leid, also diesmal das Wasser abschließen. Wo ist denn das jetzt? 1, 2. Die zwei kommen da rein. Verändern. Genauso. Oder da haben wir das aus. Nur da sagt man halt, wo wir hinachsten. Ne? Bis wir die Stirnlampe haben. Oder wir setzen einen anderen Hut auf. Wir haben ja da. Na, nicht da. Da. Die Assassinenkapuze, ja genau. Da kann man besser handeln. Kann man ja schon mal mitnehmen. Wir haben kritische Widerstände. Maximaler Ausdauerbonus. Und Totenschaden, okay. Also kann ich damit nichts machen. Ausdauerbonus, da haben wir Kraft. Es geht alles nur in den Kopf hinein. Drum ein Kopfteil, wo ich mehr Modslots habe, das wäre echt super. Kann ich nicht. So, wir brauchen nur was. Hängt noch ein Trafo. Alle Trafos haben wir ja noch nicht abmontiert. Hoffe ich halt. Schaut nicht gut aus. Schaut gar nicht gut aus. Na, da müssen wir kurz da schauen. Dusch. Da schauen. Ob wir jetzt was finden. Das war halt nicht schlecht. Heute haben wir ein wenig eine Suchfolge. Sonst machen. Dort ist noch eine Laterne. Sonst machen wir immer das. Okay, da war eine, die haben wir ja abmontiert. Ha. Da hinten. So, gib her eines. Jetzt können wir unsere Schaufel machen. Na, jetzt haben wir sogar eins in Reserve. Und ein drittes vielleicht an und nach. Es ist wieder zu viel des Guten. Da verlangen wir schon wieder zu viel. Dort ist auch noch eins. Wenn wir schon da sind, nehmen wir das gleich mit. Da schnauft er. Da schnauft er. Ah, jetzt wollte ich sagen, probieren wir gleich unsere Schafe aus. Ha. Tippidippidi. Und wir schrauben und krieg nichts außer. Das glaube ich jetzt nicht. Tatsache. Also ist das. Auch läuft das Spiel nur mehr auf Zufallsprinzip? Das ist ja gage. Das ist ja vielleicht blöd. Wo kriege ich denn jetzt? Also egal, wir haben es ja alles rau. Die Schaufel geht ja schon.
Ja, und Bogen, da braucht man, glaube ich, nur eine Bogensehne. Eine Bogensehne braucht man noch. Können wir schauen beim Händler, vielleicht hat ja der eine. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er hat was. Na egal. Busch. Okay, ich will zurückfahren. Das Rad war noch auf vorwärts gestellt. So, jetzt gehen wir ihm das einmal an. Ich nehme das. Ja, schießen aus der Hüfte mach ich eh. Well, look who decided to show the face again. You cheap ass son of a bitch. That's all you're gonna buy? What are you, a zombie? Decide already. So. Da haben wir alles drinnen, da nicht. Genau. Hat der Mod? Und wenn ja, welche? Alles, was wir nicht brauchen. Maschine. Die Wühe. Was hat der sonst da? Ein Jagdmesser, das kostet 1600, da bleibe ich beim Ansa. Ein Eisenspeer. Ich kauf's ja. Ja, Shitman, das kannst du wirklich sagen, Hörste. Du hast ja was an der Klatsche, Hörste. So, Befallene beseitigt, vergrabene Vorräte. Abholen und säubern, das ist nicht weit. Das nehmen wir mal. Na? Ich glaub, ja, dort bin ich. Ah, wir haben ja schon einen Bogen gemacht. Wir haben ja schon einen Holzbogen, oder wie das heißt. Hallo. Genau, die Teilauflage haben wir nicht. Und ist auch nicht zum Finden. Wir müssten vielleicht einmal zu den anderen Händlern schauen. Das ist aber jetzt nicht meine Hütte, die was ich da jetzt machen soll. Das sieht aber so aus. Na, na, ist die Tankstelle da, wo wir waren. Sehr gut. James Brems. Ja, jetzt macht man schnell so wurscht. Ma, wo fangen wir denn da jetzt an? Okay, ich würde sagen, machen wir mal zuerst heraußen die Autos und dann haben wir sie eine. Dass wir schief voll sind. Nein, wir packen einfach was ins Rad rein und fertig. Für die Fallen, danke. So eine Loot-Gelegenheit, die dürfen wir uns überhaupt nicht entgehen lassen. Na, dafür ist das kaputt. Okay. Wieder mit der alten Schaufel, hm?
aber wir brauchen es sowieso. Na? Na Mädel? Bist du die Einzige da? Sieht so aus. Könnten wir wegfuttern? Und ich glaube, das werden wir auch. Da dürfen wir aber gleich was dazu trinken. Schluck, schluck, schluck. Wir sind Meisterköche, meine lieben Freunde. Könnt ihr alle schon essen kommen? Das, was ich da jetzt schon zusammengelesen habe, an Kochbüchern, ja, muss ich ja kochen können, wie, weiß ich nicht, wie so ein Van Gogh blind. Blind und ohne Geschmack. Dann macht er das auch gleich Spaß. Ja, da klopft man gerne weg. Und jetzt haben wir sogar einen Dietrich, oder? Einen. Ja, na klar geht das. Sag jetzt nicht, dass es nicht geht. So ein Käse! Na, vielleicht haben wir ja nur einen Klick drinnen dann. Oh, ja! Super! So, da, jetzt gehen wir die Herrschaften noch nicht besuchen, sondern zuerst in die Garage. Oder müssten wir oben drüber? Na, morgen! Er liegt da, der Mechaniker schläft. Alter, du bist kündigt. Pepsi lässt grüßen. 15 Bretter. Da können wir uns wieder zusammenflicken, falls wir auseinanderfallen. So. Ein bisschen da rein. Das ganze Mariana, bevor uns da Polizei aufhält. So. Never skin falls. Food and full. Passt! Da kannst du auch tanken und danken. Und bedanken. Du bist der Tourist, du hast ja sicher alles weggefressen. War gar nicht so stark. Sie fliegt das sehr, sehr weit. Spuckst du? Na, er brennt. Ja, drum, wir brauchen was Stärkeres. Aber der Dreierknüppel, der kostet 10. 40 Eisenbarren oder irgend sowas. Oder Stahl. Ich weiß jetzt gar nicht. Eisen, naja gut. Überlege mal noch. Okay, er ist munter geworden. Dumm ist aufgewacht. Ich glaube, wir werden die Herrschaft nochmal umbenennen, ne? Nach unserem Geschmack. Okay, da scheint nichts zu sein. E-Stuhl aufzuheben. Ich glaube, der ist beschädigt. Den müsste man zuerst reparieren.
Ja, auf die Ausdauer. Ist eh klar, das sind Stahlwerkzeuge. Ich sage mal, die sind schwerer. Dafür machen sie aber auch mehr Schaden. Da wirkt da wegen auch was rein. Dann geht's schon. Außerdem hätte ich gern. Passt das da, oder? Hm? Ja, passt, schaut anders aus. So, haben wir gleich. Jetzt ziehe ich nicht einmal zur Uhr hin. So, muss ich ein wenig ausschnaufen und ich kann nachschauen. Ah, haben wir noch Zeit. Da haben wir ja noch Zeit. Okay, jetzt waren wir ja brav. Hä? Da oben ist was. Alte Wasser in der Kaffeemaschine, das ziehen wir uns jetzt rein, super. Ah, seht ihr die Kiste? Eine Minimiste, ich möchte die. Alter Schwede! Schau, die rennen alle! Die haben's aber eilig. Lass mich in Ruhe! Warum schatz nicht so viel? Mama, aua! Das hilft ja gar nichts! Geh weg! Pfui! Hau zu, du Depp! Ich darf nicht wegrennen! Okay. Stich zu da, du Noah, stich am Auge aus, Auge ausstechen. Was habe ich denn? Naja, Vergiftung, warum denn nicht, ne? So Dreierboy. Upsi, kann grad nicht. Okay, ich glaube, die Bude sollte sein. Mit einem Schlag hat er die Tür, die ganze Tür ausgeklatscht erst. Gute Nacht. Der ist eh out of order. Lecker Kaffee und lecker Stahl, Eisen, elektrische Teile, mechanische Teile und alles, was nicht braucht, sogar Plastik. So, nehmen wir mal lieber das in die Hand. Wenn nur mehr so Überfall, weiß ich nicht, ob ich den überlebe. Haben wir irgendwas da, das was
sicher. Okay, da hinten steht noch einer, sagt er. Da können wir hoch, später gerne. Endlich ein Kochbuch. 5000? 10.000? Ah, das geht ja nicht aus, nein, mit der 2er dann. Da ist auch noch wieder drin. Tolle Wurst, die darf ich jetzt wieder einbrechen. Was ist das? Vitamine. Mist. Wir haben keine Federn nicht. Schauen wir, was wir vom Shotgun Misere kriegen und Poppenpilz. Verbände, logisch. Und eine Knarre, Sturmgewehre, Knüppelteile, alles, was das Herz begehrt oder verboten hat. Schau, aus die zwei Sachen können wir eigentlich den Erste-Hilfe-Band machen. Dann haben wir auch wieder was frei. Hat sich einsortiert, passt. Würde nicht essen. Was ist das? Das ist Chili. Ah, Nudeln. Okay. Da schau, da haben wir noch... Ah, ja, wir haben die Sachen nicht... Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt können wir es greifen, die können wir selber wieder machen. Lea, den klopfe ich jetzt schnell auf, würde ich sagen. Ah, oh, mit der schönen Spitzhacke. Mit der neuen. Geht er das flott? Hm. Schau, schau. Offen. Assassinenhandschuhe. Klingen, verbauen, sehr gut. Sehr schlecht. Eine damit. Kriegen wir temporär was anderes auch noch rein? Nein. Wir haben draußen das Fahrrad. Wir müssen offen, weil da steht er und der Böllerhund. Ich hoffe, man hört das nicht, das ist leider draußen, das, da habe ich leider keinen Einfluss. Tolle Wurst. Nix da. Da sollten wir jetzt vernünftig handeln, ehrlich, die gebe ich nicht her. Besser. Und Dietrich? Haben wir notwendig? Da wohnt die Leseratte.
freue mich schon. Na? Oh! Die Handschuhe von Räuber Hotzenplotz. Na geh. Okay, es geht. Shit, der ist da drinnen. Ah, da ist er. Tolle Wurst, die will mich doch schälen. Der ist am Scheißhaus, gell? Schau, und da ist die Tasche. Holen wir uns zuerst die Tasche. Das hab ich doch gerade gehabt. Tatsache, wir waren da noch nicht. Jetzt sind wir fertig. Sehr gut. Max, warum hast du noch alles zusammen? Warum tust denn du das? Haben die das so schön gebaut und ich mach's kaputt? Ah, wir haben einen Aufstieg. Sorry. Ja, steht geil, jetzt ist schon wurscht. Aus dem Pissoir kriegen wir nichts außer, gell, das ist nur Pisse. So, Assi und ab zum Händler und das war's schon wieder. Da hier können wir erst später. Schlüssel haben wir keinen, glaube ich. Niederich, nö. Es hat ausgegittert. Du verfügst nicht über die erforderlichen Dietriche. Dann nicht. Die Zeit vergeht schnell. Fuck, wir sind vergiftet, ja. Wir sind ja vergiftet auch. If you break it, well, you prove me wrong. Now take your reward and get the hell out of here. Na, zuerst eine. Paying, you're leaving. Was gebe ich ihm denn? Ich habe ja nichts. I knew you were a cheap motherfucker. Das ist scheiße. Sorry für den Ausdruck, aber so ist es leider. Dann hau das Hirn weg, nichts mehr fahren schnell haben. Fahren wir schnell heim, wir sind ja eh noch da.
So, jetzt kommt sauberes Wasser raus. Jetzt ersparen wir sich das Wasser abkochen. Ist ja auch nicht schlecht. Ich muss das kurz abchecken, ob das schon her. Kommt eh woanders hin. Vorerst bleibt's da. Bisschen mehr was. Ja, Spinne, wo ist denn. Logisch, ich hab's noch nicht gemacht. So. Die wird verkauft. Waffen, Money, Mods. Ist ja jetzt egal, ob das da jetzt eine verschwunden ist oder nicht. Ich pack das jetzt auch nochmal da rein. Das A. Haben wir Honig? Nein. Das haben wir da, das haben wir da. Machen wir sie die vier Verbände. Ah, schau, wie ist das? Geht das eine, die ist dasselbe. Wir haben noch nicht einmal eine richtige Pistole. Das ist ein Trauergespiel, meine Freunde. Erst hey, gute Nacht. Die lassen an der Skiläden. Hm? So 1, 2, 3, 4. Na, das wird sich nicht ausgehen, dann kommt die Klinge weg. Weil da, da kriegen wir. Naja, gut. Ist egal. So, du weiter, los aber. Drei, acht haben wir. Das ist da eine schon. Es ist aber nichts da. Kein Honig, nichts. Das ist ja vielleicht eine Negerpartie, Herste. Passt, das wird verkauft. Jetzt haben wir eine gescheite Schaufel, schau. Wie schaut es denn mit einem Schraubenschlüssel aus? Tolle Wurst. Bringt das was? Sicher. Dauert nur ein bisschen. Na. Genau. Wir haben jetzt eine Schreierin. Sie sieht uns erst durch halbe Blöcke, Viertelblöcke, alles was kein ganzer Block ist. Und sie fängt erst zu schreien an, wenn sie dich sieht.
Wir haben hier ganze Blöcke. Und die Decke ist hoffentlich auch ein ganzer Block. Noch sieht sie uns nicht, sie schreit nicht. Ah! Was sind das? Die Kessler-Zwillinge oder wie heißen die? Aber... Oh! Es hat niemand geschrien, oder? Na. Doch. Lass die Hitten stehen. Eine Partie ist geholt worden, okay. Ich hab den nicht sein, die Stärke nicht da. Also von dir hätte man ruhig einen Honig mitnehmen können. Weil 4,9 haben wir schon. Naja, da brauchen wir eh schon mehr als wie ein Honig. Das Mariana hat er wieder nicht genommen. Mei, bin ein Depp. Ich bin so ein... egal jetzt. Verändern. Dann haben wir das wieder rein. Und wir verkaufen das schlichtweg. Punkt. Ich habe mir ja den Schraubenschlüssel gekauft gehabt, ne? Nicht gecraftet, weil ich konnte ja, glaube ich, nur einen 1er craften. Schau, den können wir verkaufen. Okay, ich schaue jetzt mal zum Händler, vielleicht hat der ja Honig. Und sonst gehe ich wieder auf die Suche. Den berüchtigten, berühmten Baumstümpfe. Shit, geht wieder nicht raus. Okay, holen wir sie eben zuerst. Nee, das tun wir nicht. Wir gehen zuerst zum Händler. Du weiter, der sperrt ja zu. Ja, 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 ja. Zack. Her damit. Na, her damit. Abschließen.
Der will das nicht, mein Hostie. Nein, nix da, Chichin. Nimm das. Brav. Nein, die nimmt er nicht. Nein! Gib her, hast du einen... Well, come to think of it, it's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself on the wrong. Wir machen die Nachtaufgabe. So, den kriegt wer anderer. Ab durch die Mitte. Ja, gute Nacht. Bin schon längst draußen. Ich fahre jetzt mal hier und melde mich gleich wieder. So. Achso, ich habe gesagt, jetzt bin ich schon da, Pech. Jetzt müsst ihr mitfahren. Ein Baumstumpf braucht man. Naja, in dem Fall schon zwei, gell. Oh, schau her. Na, das haben wir ja gerade gehabt. Ein Stumpf, bitte! Das gibt's ja nicht. Die ewige Sucherei nach einem Baumstumpf. Kein Baumstumpf, tolle Wurst. Shit, jetzt scheiß ich auf das Fassel. Ah, Fassel, sag ich. Da ist einer. Na, du willst nichts drin. So ein Gack. Klappe. Ist noch einer. Schade. Hab mich gern, ich will jetzt nicht. Ich suche einen Baumstumpf. Aber die spüre ich nicht. Die sagt dann, na, du findest keinen. Währenddessen nie wieder sagt doch. Sagt die spüre na. Und ich glaube, spüre hat recht. Gut, haben wir wenigstens einen Vorteil, wir können gar nicht mehr vergiftet werden. Ne? Sind wir jetzt schon wieder voll. Oh Gott. Und die sind da drin. Wo hab ich denn jetzt die Finger? Oh Gott. Handwerksfertigkeiten, Robotik. Schau her. Wir müssen uns den E-Stab, den Elektrostab anschauen. Unbedingt. Aber da werden wir nichts sehen, gell?
Der ist feral. Der muss feral auf die Pappen kriegen. Wie viel haben wir denn eh nur an? Ist eine leichte Quest. Außer der Generator verkackt. Der wollte mir ans Leder. Da ist ja wirklich einer drinnen. Die sind aber schnell, gell? Naja, aber vergift bin ich ja schon. Ich kann ja gar nicht mehr vergift werden. Ja, renn her da. Gerade eine Schlange gehört, oder? Ja, draußen ist. Da müssen wir hoch. Habt ihr gesehen, wie die jetzt geflogen ist? Alter Schwede. Gut gelandet, die Dame. Ich hab sie gewusst. Ich wusste es, dass da was zusammenbricht. Okay, da ist sogar offen. Wo kommst denn du her? Mach Platz. Na, komm aber wieder. Tut mir leid. Ah, endlich ein Kochtopf. Der ist uns ja eh schon angegangen, oder? Das säubere das Gebiet, das schaffen wir schon noch. Ah je, habe ich das jetzt ein wenig zu bald gemacht. Ich denke, da ist keiner mehr. Ah, das hat schon einen Vorteil, wenn man die Stärke ein wenig hochtrat, da fliegen die Zombies gleich mal ein wenig besser. Aber viel besser. Schau, wie er da drin schläft.
Ja, du musst leider herkommen, sonst wird das nix. Ich kann da nicht weg, gell? Kommst du? Dann nicht. So in der Chance. Die schaut aber nicht koscher aus. Aber es klappte. Okay, ist er noch weggefallen. Okay, da ist ja gar nichts. Doch, Bücher. Jetzt wollen die da unten umeinander hauen und uns vielleicht auch einen Fuß weggehauen, fällt der ganze Turm zusammen. Tausend. Ich bin schon vergift, Narische. Anna ist nur da. Komm mal. Guten Flug. Yeah. Vitamine, ja, gesund sind wir eh. Ich fliegel hier auf. Lass das, hab ich gesagt. So einer. Lebt ja noch, ja. Wir sind noch immer nicht fertig. Mariana. Wir müssen schneller machen. Wir haben die Bogensinne. Die Kiste, die lasse ich jetzt dabei, die machen wir dann am Schluss auf. Zuerst da fertig machen. Shit. Da ist er. Was deswegen? Ehrlich? Meine lieben Freunde, jetzt wird es interessant. So säubere das Gebiet. Wir gehen jetzt her und suchen sie die Gegner und machen dann die Truhe auf. Glaube ich da. Da muss noch jemand herumehren. Na, na! Alter Schwede, was genau?
Na. Ich habe mir einen Verbandene. Warum nicht? Was ist das? Das kann man nicht essen. Genau. Na, wir haben nichts da. Leider. So, ja, war das, okay. Wir sind fertig, jetzt können wir hergehen und mal hochgehen. Und das erledigen, was wir machen wollten. Und das wird ja leider dann der letzte Rest sein für heute. Denn ich habe eh schon wieder voll übertrieben und eigentlich wollte ich gar kein Video machen, aber egal. Es ist ja trotzdem schön, also mir taugt's. Das Spiel, es wird echt immer besser. Es gibt Neues zum Entdecken. Neue Funktionen, veränderte Funktionen, vielleicht sogar verbessert. Wir werden sehen. So, bin ich jetzt dann? Nein. Aber jetzt. Ah, ich bin schon froh, dass ich die hab. Bis gleich. So, da, jetzt haben wir es gleich. Mir fällt gerade ein, dass wir in unserer Feralbasis eigentlich etwas haben müssen. So, ab nach Hause. Genau, daheim müssen wir etwas haben. $2,500, tolle Wurst. Ist jetzt ja nicht ernst, 1000. Ja, aber gut, wenn ich mir denke, so einen Turm können wir uns selbst auch bauen. Und unser Konstrukt wird auch sowas ähnliches wie ein Turm, ne? So, da. Auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Bitte lassen Sie Ihren Schirm nicht stehen. So, die haben die Hitten warm angetragen. Da waren wir nicht herin, weil da sind gleich die Zombies rausgekommen. Ja, da haben wir leider jetzt sehr viel Sachen. Okay, Stahlfedern wird man da kriegen. Auch nicht schlecht, aber so dringend brauchen wir es nicht. Sporttasche und dann findest Maismehl. Okay. Ich will mich ja gar nicht beschweren. Da war doch auch noch einer, oder? Das will ich verkaufen. Eigentlich braucht man einen anderen Händler, wenn ich die Sachen hergeben will. Wie das denn ist, wo habt ihr denn eure Prioritäten gesetzt? Basisbau? Also Feralnachtbasis oder die eure Basis oder auf Questen
Genau, Baumstumpf. Probieren wir es doch nochmal. Leider. Das ist echt sehr, sehr schade, gell? Also ich kann jetzt nicht einmal sagen, ob jetzt durch den Patch was verändert wurde. Für das spiele ich heute noch zu wenig. Das ist ehrlich die erste Stunde. Ich bin vorher leider nicht dazugekommen. Also mir habe jetzt echt momentan sehr viel um die Ohren. Aber wie gesagt, nächste Woche sieht die Welt schon wieder anders aus. Ah, übernächste Woche, glaube ich. Tolle Wurst. Okay, Honig gibt's keinen, dann nehmen wir mal das eine Antibiotikum. Ich glaube, das macht 20 oder 25% Hoppadatsch. Hoppadatsch! Was haben wir denn da drüber gesprungen? Da sparen wir uns gleich mal die Brücke. So, schauen wir ganz kurz, ob da jetzt irgendwas drinnen ist. Nope. Smells like you think you're pretty smart now, don't you? Wir sind voll, mein Freund. Darf ich den Inventar sehen? Er würde es noch immer nicht haben. So wird das aber nichts. Ja, das kannst du auch haben. Don't let the door hit you on your way out. Okay. Dafür kann ich das nicht mehr aufmachen. Na, scheiß jetzt drauf. Ehrlich. Da würde ich sagen, fahren wir lieber zuerst nach Hause. Oder? Na, wir schauen zuerst. Na, zuerst einmal nach Hause. Ja, das passt schon. Oder? Sonst noch was da? Na. Das kann man weglesen, es ist eh nichts dazu gekommen. Das gehört auch da rein. Da einer sehe ich noch. Warum ist da nur eine Bogensehne? Wo habe ich denn die wieder hin da? Keine Ahnung.
Die Bogensehnen sind nicht mehr da, weil wir ja den einen Bogen gemacht haben. Fällt mir schon wieder ein. Okay, da haben wir Athletenoutfit, Gesundheitsbonus. Also wenn wir viel herumlaufen und so, dann knackt es. Okay, passt, sitzt und hat Luft. Irgendwas hört man. Bring einmal. Jetzt holen wir uns einmal zuerst unsere Antibiotikum, dass es uns wieder besser geht. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Es war eh klar, dass das wieder ausgekehrt. Macht nichts. Waffen und Mods, danke sehr. So, das Einzige, was ich mag, ist einfach nur die Tablette. Dort ist unsere Basis, unsere Feralbasis und unsere Basis. Tja, ich würde sagen, dass man, wie viel Holz haben wir denn? Wir haben genug. Dann machen wir mal die 300. Und in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, fangen wir an, unsere Basis zu bauen. Wird auch etwas in die Höhe gebaut. Mindestens 7 bis 8 Blöcke hoch. Ganze Blöcke, damit wir eben nicht gesehen werden. Da werden wir eine Kleinigkeit ändern. Also machen halt, damit das auch einen Nutzen hat, das Ganze. Ah, das wird super, wird sehen. So, jetzt fahre ich da schnell hin, wir sind eh schon da, seht ihr, da steht schon das gute Stück. Wir haben Tag 17, das passt. Ah, schaut einmal Löcher. Ja, sei es wie es sei. Kann das heilen. Naja, gut, ein Honig haben wir auch da. Ja, lassen wir das da. Wir wissen es ja. Außer ich vergiss wieder. So, der kann eigentlich da liegen bleiben. Na, dann tötet ihn einer an, dann kann ich ihn nicht mehr aufheben und trillala und tralala und dann habe ich es eilig und dann habe ich den Schirm auf, sozusagen. Wo bauen wir uns denn hin überhaupt? Es ist nicht so flach, wie ich mir es gedacht habe. Boah, das war jetzt ein Klick. Vorbeigeschrammt am Kaktus. Also soll ich schon irgendwie in dessen Nähe sein, aber ich denke mir, da suchen wir uns noch ein Plätzchen. Da schaue ich offscreen. Ja, sei es wie es sei. Ich verabschiede mich jetzt. Ich sage einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Bei Gefallen, Like und Abonnieren bitte nicht vergessen. Gell? Würde mich sehr freuen. Auch kommentieren natürlich. Komm, nimm die Ansa. Haben wir Glück? Nope. Aber gut. Ich werde jetzt da nur ein wenig schauen, vielleicht finde ich ja noch was. Doch auch vielleicht ein wenig Glück. Komm, es wäre interessant, was haben die Freunde da alles geändert. Das gilt es rauszukriegen. Scheinbar an den Stumpfen, also am Honig an sich. Scheinbar, muss ich sagen, weil sicher weiß ich es ja, ne? Nix da. Egal. Wir heilen ja jetzt. Das passt ja eh. Oh.
fahren wir sie heim. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.